Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und heute reden wir mal ein bisschen über Star Wars 8. Und zwar geht es in diesem Video um meine eigene Meinung. Ich bin kein Filmkritiker oder sonst irgendwas, das heißt, ich nenne dieses Video auch absichtlich schon nicht Review, weil ich finde, das steht mir gar nicht unbedingt zu, dass ich hier so eine krass großartige Review oder sowas zu mache, sondern ich werde ganz einfach jetzt hier meine eigene Meinung zu dem Film und den Szenen und so weiter so ein bisschen schildern. Ich habe den Film erst einmal gesehen zu dem Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Das liegt daran, dass ich das ganz gerne noch dieses Jahr hochladen möchte und ich gehe erst nach Weihnachten noch einmal ins Kino. Das wird so 25. 26. Jetzt werden manche sagen, das ist doch noch Weihnachten. Ja, schon klar. Ich denke mal am 26. oder sowas gehe ich dann nochmal ins Kino. Ist jetzt gerade mein Plan. Aber ob das so klappt, naja. Ist ja auch egal. Und für alle Leute, die das wieder mal wissen wollen, ich werde es glaube ich auch einen Titel schreiben. Ja, natürlich kommen hier Spoiler. Ich habe gar keinen Bock hier irgendwie so eine komische, halbgare Sache rauszumachen, wo man dann hier so ganz vage irgendwelche Sachen sagen kann, wo man nicht spoilern kann. Alle Leute, die den Film noch sehen möchten, ohne gespoilert zu werden, sollten das tun. Denn ich werde hier brutal spoilern. Ich werde hier alles unverblümt sofort sagen. Ich werde hier auf keinen Rücksicht nehmen, der irgendwie den Film noch nicht gesehen hat. Deswegen macht dann auf jeden Fall jetzt aus, falls ihr das noch sehen möchtet vorher. Und das war es, glaube ich, mit meinem Vorwort dazu. Ach ja, ich wollte noch sagen, warum mache ich das Ganze hier? Falls jetzt Leute fragen, hör, warum machst du das? Weil ich ja selber Star Wars Fan bin, erstens. Und zweitens, weil ich unfassbar häufig gefragt werde, ah, wie fandest du denn den Film und dies und das und wie, ah, gerade in Streams ist das blöd, weil darauf kann ich nicht antworten, das wisst ihr auch. Weil ich natürlich dann diejenigen anderen Personen, die im Stream dabei sind und den Film noch nicht gesehen haben, nicht spoilern möchte. Ich will dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich möchte weder sagen, ob es gut oder schlecht ist in dem Moment, sonst oder sonst irgendwas. Naja, jedenfalls ist das hier, wie gesagt, ich sag's noch einmal, das ist meine Meinung vom Film. Wenn euch das irgendwo in irgendeiner Form nicht gefällt, ich wette, es gibt viele Hardcore-Fans, die wirklich sich teilweise Sachen meiner Ansicht nach gut reden oder die auch einfach verschiedene Altersgruppen sind, das sage ich auch immer wieder. Es gibt einfach verschiedene Altersgruppen. Ich gehöre halt zu einer, die nicht mit den Prequels aufgewachsen ist, sondern mit der Originaltrilogie. Und wenn ihr dann jetzt sagt, boah, die Prequels waren der Shit und das war das Geilste überhaupt und das und dies und das und ich denke da vielleicht anders oder sonst irgendwas oder jetzt bei diesen neuen Teilen, das müsst ihr auch immer ein bisschen berücksichtigen, dass ich vielleicht ein bisschen älter bin, vielleicht ein bisschen was anderes erwarte von dem Film, als das, was dann am Ende rausgekommen ist. Aber egal, ich will jetzt hier gar nicht zu lang vorher irgendeinen Mist erzählen, sondern wir gehen direkt los mit dem Film. So, Star Wars 8, ich war super gehypt und war richtig, richtig froh, dann doch relativ früh ins Kino zu kommen, weil ich wurde nicht gespoilert zu diesem Film. Und ich hatte richtig, richtig Bock drauf, den Film zu sehen. Und das ist eigentlich schon so ein Statement, was ich jetzt machen werde, was den ganzen Film für mich zusammenfasst. Es gab noch nie einen Star Wars Film, wo ich mich so oft an den Kopf gefasst habe. Im Kino wirklich, das war so eine unkontrollierte Handlung von mir, das war einfach wirklich aus Reaktion. Wo ich mich an den Kopf gefasst habe und gedacht habe, scheiße, Mann, was machen die da für Mist? Das ist für mich kein Star Wars mehr. Dazu kommen wir später noch die einzelnen Szenen. Ich werde dann auch ein paar Beispiele nennen. Und es ist wirklich ein unfassbar durchwachsener Film für mich. Er ist teilweise richtig cool und teilweise richtig, richtig, aber richtig scheiße. Und ich rede hier nicht von einem Level von wegen Jar Jar Binks tritt in Scheiße. Also in Episode 1 tritt der irgendwann in so einen Kothaufen. Dann denkt man sich auch so, boah, ey, nee, warum macht man sowas in den Film rein? Aber gut, also wirklich, da gab es teilweise Szenen. Ich weiß nicht. Naja, gut. Wir beginnen erstmal mit den Nebencharakteren. Ich fand das ein bisschen nervig, dass so viele Nebencharaktere oder neue Charaktere eingeführt wurden. Gerade diese Rose fand ich relativ störend. Ich weiß auch nicht. Ich fand es dann zum Ende hin, ging es dann, da habe ich das dann akzeptiert. Dachte ich mir so, hä, warum führt man denn jetzt nochmal in Episode 8 so viele neue Charaktere ein? Dann auch gedacht, ja gut, kommen ist in Ordnung. Ich fand irgendwie nicht wirklich, dass die wirklich wichtig war. Aber irgendwo war es in Ordnung. So als Begleitung von Finn, sonst wäre er vielleicht ganz alleine rumgelaufen mit BB-8. Also ich fand es in Ordnung, fand es jetzt nicht wirklich schlimm. Was mich viel eher gestört hat, war diese, ich weiß gar nicht, wie der Name von der war, diese Admiral Protégé von Leia da, die Nachfolgerin von Leia, als Leia dann im Koma lag, die das Kommando übernommen hat. Ich fand, die war relativ, weiß ich nicht, die war relativ gesichtslos irgendwie, die hatte keine wirklichen tollen Merkmale, hat immer nur so ein bisschen nach Vorschrift gehandelt oder so. Am Ende hat sie dann natürlich diesen Turn gemacht von wegen, haha, Poe Dameron, du hast mich die ganze Zeit falsch eingeschätzt, ich mach das schon so, wie für richtig halte. Und dann hat man es ja auch gesehen, dass das ein normaler, guter Charakter ist irgendwo. Aber ich fand, die war so unnötig irgendwie, die hat mir gar nicht gefallen. Ich hätte da, was ich im Nachhinein gehört habe von jemandem, das hätte ich super cool gefunden, hätte man da Admiral Akbar genommen und der hätte genau das gleiche gemacht wie die,
aber es wäre einfach Admiral Akbar gewesen. Ich weiß, das hört sich jetzt komisch an, aber ich hätte das cooler gefunden, weil Admiral Akbar ist ja leider Gottes in so einem totalen Nebensatz einfach gestorben, als diese Brücke explodiert ist. Sagen sie, ach, Admiral Akbar ist übrigens auch tot. Und dann dachte ich mir so, oh, was echt? Das war's jetzt mit Admiral Akbar, schade. Also ich hätte es lieber gesehen, dass Admiral Akbar dann währenddessen, ich weiß nicht, auch nicht, kurz nicht auf der Brücke war oder woanders stationiert war und dann hätte er dann das Kommando übernehmen können. Das hätte ich cool gefunden. Das sind alles bis jetzt relativ wenige Kritikpunkte oder sowas. Ich habe jetzt auch an einer sehr komischen Stelle angefangen, muss ich sagen, mit den Nebencharakteren. Wir fangen vielleicht lieber mal von vorne an. Das ist vielleicht ein bisschen strukturierter. Und zwar diese Szene mit Poe Dameron am Anfang fand ich in Ordnung. Man hat ja schon bei Poe Dameron immer gemerkt, es ist so ein bisschen der Frechdachs. Hat man ja auch schon bei Episode 7 gesehen, von wegen, als er dann von Kylo verhört wird und dann sagt er, ja, wer fängt jetzt an zu reden? Du, ich. Dass er da Hux am Anfang verarscht. Ich fand es ein bisschen zu lang gezogen, dass Hux da wirklich so lange mitspielt. Mhm. Weil wenn man jetzt mal ernsthaft ist und es ist so ein Kampf auf Leben und Tod von der Ersten Ordnung gegen den Widerstand und er fliegt da mit einem X-Wing hin gegen so einen Zwei-Sternen-Zerstörer, dann würde der eigentlich im Normalfall sagen, ey, hier, schieß, los, Feuer, Feuer auf ihn. Alle Rohre, Feuer auf den Typen. Das wäre natürlich logischer. Das hat mich ein bisschen gestört, war jetzt nicht so schlimm. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen zu lang. Und was mich danach eigentlich eher gestört hat, war die Tatsache, dass Poe Dameron wirklich komplett alleine die ganzen Geschütze da zerstört, ohne dass da irgendwo irgendwas passiert. Ich weiß, Turbolasergeschütze sind auch in Episode 4 zu langsam, um die X-Wings zu erfassen, die durch den Graben fliegen und sowas. Das wird da auch gesagt. Fand ich alles nicht so schlimm. Ich fand es halt ein bisschen zu, das war mir zu sehr Herr der Ringe-mäßig, das hört sich jetzt komisch an. Bei Herr der Ringe fand ich das auch immer so extrem, dass dann wirklich Gimli und Legolas wirklich dann so 30, 40, 50 Leute umnieten und dann auch noch so aus spaßeshalber mitzählen. Das ist zwar ein ganz cooler Gag und so, aber irgendwie fand ich das dann immer so die Heldenfigur ist einfach 50.000-fache normale Figur wert, so gesehen. Das fand ich dann bei Poe Dameron, das hat mich total daran erinnert irgendwie. Dass Poe Dameron dann in dem Fall auch einfach, der ist so das krasse Fliegerass, er kann einfach mal. Er kann einfach mal den Sternzerstörer alleine angreifen und die TIE Fighter abwehren und so weiter. Fand ich jetzt nicht übel schlimm, aber ich fand so, naja. Danach die Szenen fand ich richtig, richtig cool, wo dann diese Bomber kamen. Das Design von den Bombern hat mir gefallen. Die Idee, dass die so einen Schacht einfach nur öffnen und richtig viele Sachen runterdroppen lassen, hat mir auch gut gefallen. Und die ganze Szenerie danach war richtig cool. Ich fand es richtig, richtig, richtig gut, dass Poe Dameron danach degradiert wurde. Denn das ist einfach ja, logisch, dass er, wenn er Befehle nicht befolgt als Commander oder als Truppenanführer, dass er dann degradiert wird und so weiter. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dann kommen wir zu der Szene, glaube ich schon, wo Rey und Luke kommen. Und das war die erste Szene, wo ich mich wirklich an den Kopf gefasst habe und gedacht habe, scheiße, was ist das? Denn diese Art... Nicht, dass unbedingt Luke das Lichtschwert wegwirft. Dass Luke das Lichtschwert wegwirft, ist in Ordnung. Aber diese Art, wie er es wegwirft, ist total schrecklich, fand ich. So richtig so, ha, ist mir doch scheißegal, über die Schulter werfen. Also wirklich so dieser lässige Move, so über die Schulter rüber, so. Hätte das wenigstens so voller Wut irgendwie weggeworfen in eine Ecke oder weiß ich nicht. Hätte das ihr zurückgegeben oder hätte gesagt, ich möchte das nicht mehr haben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Keine Ahnung. Aber das fand ich so beschissen, dass er das wirklich so, dieses Vermächtnis irgendwie so mit Füßen tritt, mehr oder weniger. So vollkommen... gleichgültig, wirft es so über seine Schulter rüber. Ich fand es schrecklich. Da habe ich mir auch schon so gedacht, oh nein, bitte, was haben die da mit Luke gemacht? Das ist einfach nicht der Luke, den ich kenne. Der Luke, den ich kenne von Episode 6, das ist nun mal das Letzte, was man wirklich von ihm gesehen hat, ist halt eine ganz andere Figur. Und da ist mir dann wirklich irgendwo teilweise, oder das zieht sich auch so durch den ganzen Film, ich fand, das war teilweise wirklich krass, dass man denkt, das wäre schon fast eher eine Parodie, die man sich da anguckt. Das ist wirklich so... Von wegen, die sind da auf dem Set und dann ist Luke da und soll die Szene spielen und in Wirklichkeit wirft das so wutentbrannt auf den Boden oder macht da so auch Spaß am Set, so haha, komm, ich werf's mal so über meine Schulter und dann sagt der Regisseur so, ha, halt, stopp, das ist ja viel lustiger, als wie es wirklich ist. Ha, cool, das packen wir einfach mal in den Film rein. So die totale Parodie an sich, die nehmen sich da überhaupt nicht ernst und das ist wirklich ein Punkt, den ich total scheiße finde. Wenn sich Filme selbst nicht ernst nehmen oder wenn sie das Universum nicht ernst nehmen und so weiter, das gefällt mir rein gar nicht. Das ist sowas von blöd irgendwie. Das ist zwar, es gibt so viel Humor in diesem Film, aber ich finde, der zündet, also ich bin vielleicht auch ein sehr humorloser Mensch in mancher Hinsicht, aber wenn es auf Kosten der Kontinuität des Films ist irgendwie, dann finde ich solche Witze absolut nicht angebracht. Das ist ja wirklich sowas von dumm. Ich weiß nicht, das hat mir absolut gar nicht gefallen. Sache, die mir auch absolut gar nicht gefallen hat, ist das ganze Grundszenario in diesem Film. Und zwar ist das, dass das Raumschiff der Rebellen verfolgt wird. Und ich habe den ganzen Film mich gefragt, warum? Warum fliegen jetzt 5 oder 4 Sternenzerstörer und
die Supremacy, also dieses Superraumschiff von Captain Snoke, sage ich schon, Groß Leader Snoke, ich weiß gerade den Namen. Großer Anführer Snoke, keine Ahnung. Jedenfalls von Snoke dem hinterher. Und 5 Stück verfolgen die. Es sieht so aus, natürlich ist natürlich super schnell und so, aber es sieht so aus wie so eine Schrittgeschwindigkeitsverfolgung, wo dann immer mal wieder so ein paar Schüsse aufs Schild gehen. Und dann sagen die auch noch mit so einem gekünstelten Zeitlimit so, oh mein Gott, es bleiben uns nur noch 18 Stunden, sagt dann irgendwann Poe Dameron, wo bleibt Finn? Ja, dann denke ich mir auch so, Alter, das ist doch so beschissen. Welcher Idiot ist da bitte der Stratege, dass dann 5 Leute alle gleichzeitig einem Wagen hinterherfahren oder diesem Raumschiff hinterherfliegen, anstatt dann mal zu sagen, ey, okay, hier Sternzerstörer 3 und 5, oder 3 und 4, ihr springt in Hyperraum nach vorne weg, nach vorne links, rechts weg und versucht ihm den Weg abzuschneiden, weil das geht schneller, als dass wir jetzt 18 Stunden da hinterher fliegen und immer mal wieder ein bisschen draufschießen. Also sowas Dämliches, ich fand dieses Grundsetting so dumm. Und dann hat man ja auch später in der Supremacy gesehen, in diesen Hangars und sowas, wie unfassbar viele TIE Fighter da rumstehen. Und das war ja wirklich nur das eine Raumschiff. Dann muss man noch die ganzen Sternzerstörer mitzählen. Und dann hätte man doch wirklich sagen können, okay, wir sind jetzt vielleicht zu langsam, um das Ding einzuholen, aber wir haben hier an Bord von unseren 4 Sternzerstörern plus der Supremacy, sagen wir einfach mal, und das ist jetzt eine ganz, ganz niedrige Zahl, wenn man jetzt mal ehrlich ist, sagen wir mal, wir hätten jetzt 200 TIE Fighter hier drauf. Schickt doch 200 TIE Fighter los, die Gegner haben absolut keine Verteidigung mehr, weil Kylo Ren hat ja vorher diesen Hangar zerstört. Das müsstet ihr doch eigentlich auch wissen, oder ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass die wissen, aha, wir haben einen Hangar zerstört, die können nicht mehr starten und so. Von mir aus wissen sie das nicht, dann wissen sie aber immerhin, okay, die haben da ein Raumschiff, ein einziges, da sind vielleicht 10 Flieger drauf, obwohl sie das nicht mal mehr waren. Das heißt, sie haben 200 TIE Fighter gegen 10 X-Wings oder 10 A-Wings oder was weiß ich. Und dann müssten sie doch eigentlich wirklich sagen, ja okay, dann machen wir das so, da kommt doch wirklich jeder Grundschüler drauf. Ich fand das sehr komisch, falls es überhaupt irgendwas ist, wo ihr sagt, hey, warte mal, Tommy, das ist ein miesen Logikfehler gerade in deiner Argumentation. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich hier perfekt bin. Ich habe den Film, wie gesagt, erst einmal gesehen. Wenn ihr jetzt sagt, ey, stopp halt, das ist total falsch, was du da gerade sagst, schreibt das ruhig in die Kommentare. Ihr müsst da auch nicht ausfällig werden. Wie gesagt, das ist ja alles sehr, sehr sachlich von mir. Nicht sachlich, eigentlich schon sehr, sehr viel mit eigener Meinung betrachtet. Aber ihr müsst da jetzt nicht ausfallen werden und sagen, oh, du bist auch voller Idiot oder sowas. Aber, ne, also schreibt ruhig eure Meinung. Falls ich da einen Fehler mache, tut's mir leid. Oder falls ich da euch auf den Schlips trete oder sowas, tut es mir natürlich auch leid. Ist halt eigentlich nur ein Film und wie gesagt, jeder hat da seine eigene Meinung. So, und diese beiden Sachen, also dieses totale Nicht-Ernst-Nehmen, viel zu viel Humor meines Erachtens nach und viel zu albern teilweise und lächerlich die Szenen gestalten. Und dieses allgemeine Setting mit dem Verfolgen von diesem Raumschiff. Die beiden Sachen waren wirklich die Sachen, die mich am meisten gestört haben. Ansonsten, ich habe jetzt relativ viel negativ gesagt. Ich weiß, ich werde auch noch auf die positiven Sachen kommen. Aber irgendwie fallen mir eher die negativen Sachen so in den Kopf ein, als dass ich dann die positiven Sachen, am Ende werde ich die dann rausstellen. Ich fand es interessant, dass da viele verschiedene Handlungen waren. Also es war, ich hätte fast gedacht, wenn man das so am Anfang hört oder wenn man das so sachlich betrachten würde, jetzt so hören würde, ah, es gibt dann 3 oder 4 verschiedene Handlungsstränge, die gleichzeitig mehr oder weniger immer ablaufen und man wechselt immer zwischen den hin und her, hätte ich gedacht, boah, das ist, glaube ich, schwierig, der Handlung teilweise zu folgen. Aber ich fand, das war richtig cool. Also, das hat mir gefallen. Diese ganze Phase mit Finn und Rose fand ich am uninteressantesten, ehrlich gesagt. Am interessantesten fand ich die ganzen Sachen mit Luke, Rey und Kylo. Die waren richtig, richtig cool. Da komme ich zu später auch nochmal. Und ansonsten gab es halt immer noch diese Poe Dameron, ich bin auf dem Raumschiff und warte Story, oder ich lehne mich gegen die Macht hier auf, also gegen den Führer, den Führungsstab oder sowas. Also das hat mir sogar ganz gut gefallen, dass da so mehrere verschiedene Handlungen waren. Was mir absolut nicht gut gefallen hat, war dann irgendwo, dass diese Finn-Handlung mehr oder weniger ins Nichts verläuft. Also erstens, der fliegt dahin auf diesen Planeten, den fand ich übrigens super geil. Also dieser Planet, den sie da gezeigt haben, den fand ich richtig cool, dass sie da mal ganz viele verschiedene Missstände, und ich liebe das sowieso, das ist immer so häufig bei Star Wars, dass man immer nur sieht, ah, das Imperium hat die Macht oder die Rebellen haben die Macht, aber niemals sieht man so ein eigenständiges, also das war jetzt natürlich Widerstand, erste Ordnung, aber niemals sieht man so ein eigenständiges Land, und das fand ich da ganz cool, die hatten so einen eigenständigen Wachdienst und hatten so eine eigene Gesellschaft. Das Casino war vielleicht ein bisschen zu menschlich. Ich mag das nicht so gerne. Ich finde das richtig cool, wenn ganz viele Aliens gezeigt werden. Da waren ein paar Aliens, aber ich fand, das waren ein bisschen zu viele Menschen da im Casino. Aber das ist so Meckern auf hohem Niveau. Also ich fand das Casino richtig cool, die Idee dahinter. Und ich fand, das war aber irgendwie so ein bisschen überzeichnet, fand ich. Gerade dieser Charakter, den die gesucht haben am Ende, der war so total, weiß ich nicht, der totale
Prototyp. Irgendwie, weiß ich nicht. So hat man sich so einen richtigen Gauner vorgestellt. Hätte er jetzt noch so an der Wand gelehnt und so eine Münze nach oben geschnipst, das wäre noch das Geilste gewesen, ey. Dann wäre es der perfekte Parodie von so einem Typen irgendwie. Aber gut, das ist ja auch relativ egal. Die suchen da diesen Codeknacker. Die Szene hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also gerade dieser Planet, dass das so ein bisschen neu aufgebröselt wird, dass das die Gesellschaft da und diese komischen Rennen von diesen Tieren und dass die gequält werden und die Reichen sind super reich und die Armen werden da so geknechtet und so. Finde ich cool. Fand ich eigentlich cool, aber ich fand blöd, dass diese Handlung mehr oder weniger ins Nichts verläuft von Finn und Rose. Denn die sind da irgendwie auf dem Planeten oder die fliegen dahin, suchen diesen Codeknacker, parken. Das ist dann auch irgendwie so eine dumme Sache. Warum hätten die jetzt nicht wirklich irgendwo auf so einer richtigen Landebucht parken können und dafür zahlen können? Und dann wäre das Ganze nicht passiert, dass sie noch in den Knast kommen und so weiter. Aber gut, komische Sache. Oder hätten sie ein bisschen abseits, wo die dann später mit diesen Tieren langgeritten sind, hätten sie da nicht parken können? Also, dass die wirklich auf so 50 Meter vor der Stadt an dem Strand parken, ist natürlich klar. Wenn ich jetzt mit meinem Auto durch die Gegend fahre und ich parke einfach mal mitten am Strand oder auf dem Strand, dass ich dann eher angehalten werde oder eher festgenommen werde, als wenn ich irgendwo in einem Waldstück parke und das da einfach abstelle. Fand ich ein bisschen merkwürdig irgendwo. Aber gut, die waren vielleicht in Eile und so, weil da kann man vielleicht erklären. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich fand es ein bisschen doof, dass da dann wirklich... Die haben dann, also da hätten sie abkürzen können, finde ich. Da hätten sie abkürzen können, dass man dann nicht noch diese Szene hat, wo die dann auch noch diesen DJ, also diesen anderen Codeknacker treffen und so weiter. Natürlich hat das mit der nächsten Handlung zu tun. Aber irgendwo, das verlief sich alles so ins Nichts, weil am Ende haben die sowieso ihre Mission verkackt. Also das sieht natürlich so aus, als würden sie es schaffen und dann verkacken sie trotzdem ihre Mission. Deswegen irgendwie verlief diese ganze Sequenz, dieses Ganze von Finn fliegt los bis hin zum Finn hat das gehackt oder hat diesen Hacker gefunden. Die hacken das auf dem Schiff, die sind da drauf, schaffen das und dann hat sich alles irgendwie ins Nichts verlaufen. Am Ende, das Einzige, was daraus folgt, ist, glaube ich, irgendwie, dass Captain Phasma stirbt. Und das war ja sowieso die totale Enttäuschung. Ich habe echt angenommen, wow, cool. Episode 7 ist wohl total bemängelt. Die haben diesen geilen Chrome Trooper ins Spiel gebracht und Captain Phasma sieht super cool aus und ist der Ausbilder und bla bla bla. Da muss mehr kommen, da muss richtig viel kommen. Und dann kommt die irgendwie innerhalb von 2 Minuten kommt sie vor. Dann kommt dieser krasse Kampf und dann schlägt Finn ja einfach so das Ding auch noch kaputt. Dann denke ich so, geil, jetzt ist die richtig wütend, jetzt wird irgendwas kommen, dass die getrennt werden und im nächsten Teil kommt sie wieder vor und dann stirbt die einfach. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Ich fand das so merkwürdig, dass sie an der Stelle stirbt. Also da haben sie, finde ich, unfassbar viel Potenzial verschenkt. Gerade weil eigentlich war es ja so, dass Captain Phasma den Kampf gewonnen hat. Und Finn hat dann nur... Hat er nur gewonnen, weil sie sich abgelenken hat lassen von irgendwem, der sie abgeschossen hat. Und Finn war ja schon so runtergefallen, wurde dann wieder durch so eine Plattform hochgetragen, hat sie dann geschlagen. Also wenn man ehrlich ist, hat Captain Phasma diesen Kampf eigentlich im 1 gegen 1 so gesehen gewonnen. Und das wäre eigentlich eine perfekte Sache gewesen, dass man wirklich... Weiß ich nicht, dass man sieht so, ah, Captain Phasma ist höher als Finn, die steht deutlich über ihm, haha, sie hat den Highground, nee. Aber sie schlägt ihn und gewinnt eigentlich den Kampf und nur durch Rose und BB-8 oder sowas schafft dann Finn noch die Captain Phasma erstmal kurzzeitig zu besiegen und dann kommt sie in Episode 9 wieder und dann kommt nochmal der krasse Kampf von den beiden. Hätte ich zumindest cooler gefunden, aber dann ist sie einfach tot. Die ist einfach tot, die hat einfach... Die hat so geile Gadgets, diese Sache, dass auch wirklich dieser Blasterschuss an ihrer Rüstung abprallt und sowas, dass sie da wirklich so steht, so richtig Motherfucker-mäßig, so von wegen, ey, was soll der Scheiß, schieß auf mich, bringt dir eh nichts, ich hab die krasse Chromrüstung an. Fand ich super geil und dann stirbt die einfach. Also wirklich, ich fand es so doof, dass sie da gestorben ist. Haben sie, finde ich, viel Potenzial verschenkt. Wer auch gestorben ist und was ich doof fand, war Snoke. Nicht, dass er gestorben ist, das fand ich sogar eigentlich ganz cool und smart gemacht. Das war wirklich dieser Moment, wo alle im Kino so, wow, krass, das passiert jetzt? Geil. Aber was ich doof fand, war wirklich, dass Luke, also Luke hätte es eigentlich machen müssen, dass Luke nichts über Snoke erzählt. Der da sagt dann, hey, ich hatte den Eindruck, Kylo wurde schon von Snoke beeinflusst in dem Moment und deswegen habe ich mich über ihn gestellt und blablabla bla bla und wollte das so irgendwie so überprüfen, so mäßig. Und sein Geist war schon verdorben oder sowas, sagt er, glaube ich, im Film. Keine Ahnung, von Snoke. Bla bla bla. Und da hätte man wirklich sagen sollen, und Snoke kenne ich übrigens daher, das bla 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 bla. Also, dass er dann irgendwie das noch weiter ausführt und sagt, wer eigentlich Snoke ist. Also, er kann ja von mir aus auch sagen, Snoke ist einfach ein Typ, der bla bla. Also, weil, muss man sich ja nicht wirklich groß was ausdenken von wegen, das war Mace Windu oder sowas. Das will ich gar nicht hören. Ich finde es gut, dass es nur ein neuer Charakter ist. Aber ich finde, man hätte wirklich sagen können, ey, woher kommt denn der? Oder was ist das für einer? Wenigstens irgendwie irgendwas. Warum kennt Luke überhaupt Snoke? Und warum kennt Snoke überhaupt Luke? Und woher?
Und dann stirbt der Snoke einfach. Man hat wirklich nie was erfahren über den. Das war einfach jetzt wirklich ein gesichtsloser Charakter. Das fand ich vollkommen doof. Das hätten sie echt viel, viel besser machen können. Es gibt allgemein viele Sachen, die aus Episode 7... Natürlich ist das schwierig aus Episode 7. Da sind so viele Sachen, die so offen gelassen wurden, die jetzt alle so zu erzählen, daran lag's. Aber wenigstens so ansatzweise das zu erzählen und nicht zu sagen, ja gut, Snoke ist einfach Snoke und jetzt stirbt da, Pech gehabt, ich erzähle euch gar nichts darüber. Fand ich echt blöd. Das fand ich echt doof. Was gab's denn noch so? Sachen, die mir auch nicht gefallen haben von der Macht. Die Macht war relativ neu gestaltet in dem Film wieder. Das war relativ wieder zurück auf dieses Spirituelle, das fand ich super. Also nicht mehr auf dieses Midichlorianer und ich bin machtsensitiv, weil ich habe so und so viele Midichlorianer und du musst dies und das machen, weil dies und das. Sondern, dass es wirklich so eine Art Religion ist und du musst dafür meditieren und du musst es fühlen und so weiter. Das hat man ganz cool gemacht am Anfang mit dieser Szene, wo Rey dann auf diesem Stein sitzt und das wirklich spüren muss und so weiter. Da fand ich, hat der Gag auch gezündet, fand ich mit diesem, dass Luke da mit diesem Blatt auf die Finger haut und sowas. Das fand ich ganz witzig. Das war mal ein guter Gag. Also da gab es einige Gags, die waren auch richtig cool. Einige Witze, die waren richtig cool und andere, die waren wirklich so, oh nein, bitte macht das nicht. Bitte nehmt euch doch an der Stelle wirklich ernst. Lasst den Film ernst bleiben und macht es nicht so ins lächerliche, parodiemäßige. Aber gut, das habe ich vorhin schon gesagt. Was ich da auf jeden Fall sagen wollte, ist, ich fand es echt, es sah so komisch aus, als Leia vermeintlich gestorben ist und dann macht sie die Macht. Also erstens, ja gut, Leia kann jetzt die Macht nutzen. Ist in Ordnung. Aber seit wann, und das sind jetzt wirklich offene Fragen an euch, und jetzt will ich nicht von Legends irgendwas hören, sondern ich möchte irgendwas aus dem Kanon hören. Jetzt kommt mir nicht mit, ja, aber der und der in Legends hat das und das gemacht, davon will ich nichts wissen. Aber bitte, seit wann kann man erstens sich selber mit der Macht tragen, also seit wann kann man sich selbst Macht schuben, so gesehen. Das hat man irgendwie noch nie gesehen, das fand ich sehr, sehr merkwürdig, dass Leia das kann. Es sah auch sehr, sehr komisch aus, fand ich, sah so richtig Superman-mäßig aus. Ich hätte das gerne anders gelöst, also ich hätte das irgendwie... Entweder hätte man Leia da wirklich sterben lassen sollen, obwohl ich das auch nicht so toll gefunden hätte, weil das war einfach kein verdienter Tod, so, es war kein heroischer Tod, sondern einfach nur so pam und die fliegt raus. Aber irgendwie fand ich das doof. Ich finde, da hätte sie sich irgendwie noch retten können oder wenigstens, also hätte ich sogar glaubt, na, ich weiß auch nicht, nee, ich weiß nicht. Also ich fand die Szene nicht so toll, dass sie da mit der Macht sich reinträgt wieder. Wie gesagt, seit wann können die das? Dann könnten, theoretisch müsste dann Luke Skywalker, der natürlich irgendwo krasser in der Macht ist, oder Yoda, müsste sich selbst hochheben können und könnte dann fliegen. Theoretisch. Die könnten dann eigentlich alle. Weil wenn Leia das kann, jetzt werden natürlich manche sagen, ja, aber hier Luftwiderstand und bla bla bla. Gravitation zieht die natürlich wieder runter, aber ey, ich weiß nicht. Ich fand's komisch. Mir hat das nicht so gut gefallen, dass Leia das... Dass Leia die Macht nutzen kann, fand ich gut, aber dass Leia die Macht so krass nutzen kann und auf so eine komische neue Weise, fand ich komisch. Genauso komisch, und das fand ich auch wieder ein totaler Logikfehler irgendwo, ist, dass als Yoda aufgetaucht ist, Yoda übrigens super cool, ich habe mich richtig gefreut, dass er aufgetaucht ist, aber die deutsche Stimme ist so scheiße. Die deutsche Stimme fand ich so scheiße irgendwie. Ich werde mir das Ganze nochmal auf Englisch irgendwann anhören und ich hoffe, da ist es besser umgesetzt. Und übrigens sah der auch ganz, also der sah teilweise komisch aus. Ich weiß nicht genau, ob das daran lag, dass die den alten Yoda treffen wollten, oder... Ich glaube, das lag daran, und das ist mir dann auch erst im Nachhinein, als ich das auch von einem anderen gehört habe, ist mir das klar geworden, dass der nicht transparent ist. Der war teilweise einfach nicht transparent, sondern sah wirklich so aus, als würde er da stehen und hat so ein blaues Licht um sich rum und hatte gar nicht mehr dieses machtgeistmäßige Durchsichtige, sondern war halt einfach richtig, richtig da. Zumindest glaube ich das gerade. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so komplett vor Augen, aber irgendwie, der sah teilweise fehl am Platz aus. Irgendwie hat mir da was gestört. Irgendwas war da ganz komisch. Aber an sich, dass er vorgekommen ist, fand ich super cool. Was er da auch gemacht hat, war super cool. Aber jetzt die Szene, die mich wieder stört, von der Macht her, dass Yoda als Machtgeist die Macht nutzen kann, um einen Blitz einschlagen zu lassen in diesen Baum, in diesen Jedi-Tempel-Baum-Dingsbums-Versteck-Teil. Das fand ich, seit wann können die Machtgeister bitte die Macht nutzen? Seit wann geht das? Seit wann können Machtgeister reelle Dinge in dem richtigen Universum, in der richtigen Welt beeinflussen? Das haben die noch nie gemacht. Das Einzige, was die machen können, ist mit den Leuten kommunizieren, denen zu helfen und sagen, nutze die Macht, Luke, oder hier, um das zu machen, hier, du hast eine Schwester, Luke, und bla bla bla. Aber die konnten noch niemals irgendwie was beeinflussen. Das macht irgendwie auch alles komplett sinnlos und kaputt.
Weil jetzt könnte so ein Obi-Wan einfach ankommen und die ganze Zeit Kylo hinterher rennen und dem die ganze Zeit irgendwie mit seiner Macht irgendwie einen Blitzer auf den Hals jagen oder sonst irgendwas oder dem das Lichtschwert die ganze Zeit wegziehen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum kann der das? Das fand ich sowas von dumm auch schon wieder. Ich weiß nicht. Soll vielleicht auch, vielleicht war es auch nur Zufall irgendwie, dass dann der Blitz eingeschlagen hat. Es sah für mich sehr danach aus, als würde Yoda das beeinflussen. Ich fand es nicht gut, dass das so geregelt wurde. Aber an sich die Szene mit Yoda fand ich richtig, richtig cool. Das hat mir richtig gefallen, dass dann auch gesehen wurde, so, ey Luke, du bist jetzt zwar ein krasser Meister und sowas, aber du hast trotzdem Fehler gemacht. Du machst es trotzdem gerade falsch und sowas. Ich fand es super. Andere Fähigkeiten, die eingefügt wurden, und jetzt kommen wir zum großen Highlight eigentlich des Films. Obwohl, es gibt mehrere Highlights des Films. Jetzt kommen wir endlich mal zu den positiven Sachen. Erstens, ich mochte General Hux, den mochte ich in der Episode 7. Mochte ich schon wieder total gerne. Ich finde, der hat das super gemacht irgendwie. Ich fand es ein bisschen schade, dass der dann so ein bisschen am Ende hin so ein bisschen unterwürfig wurde. Aber das, was soll er machen? Der hatte dann ja keine Chance gegen Kylo dann mit seiner Macht und so weiter. Was ich jetzt... Also jetzt kommen wir eigentlich... Ich komme einfach zu den positiven Punkten. Also... womit beginnen wir denn? Mit der neuen Fähigkeit. Dieses Machtprojektion oder wie auch immer man das nennen soll. Ich weiß nicht, ob das eine Weiterführung des Geistestricks ist oder einfach eine neue krasse Fähigkeit. Die Sache, die Luke am Ende auf jeden Fall macht, es ist einfach der Shit, Alter. Das ist ja wohl wirklich eine der geilsten Szenen. Und ich bin auf jeden Fall reingefallen auf diese Szene. Ich habe nicht gewusst, dass das ein Hologramm ist. Ich habe mich sogar noch gewundert, so, warum sieht ein Luke jetzt da so jünger aus? Aber cool, Luke ist endlich da, geil. Und dann stellt er sich diesen AT-M6 und der ganzen ersten Ordnung mehr oder weniger und Kylo und Hux und allen. Alter, und dann schießen die da alle drauf. Ich fand das so eine geile Szene. Diese Szene, ich bin da halber ausgerastet im Kino, ey. Ja, ich hab mir gedacht, Alter, das wird jetzt zu Force Unleashed, Mann. Aber das war nicht schlimm, das war für mich, war da total gehypt. Ich hab ehrlich angenommen, nachdem da alle drauf schießen, du weißt ja schon so, Alter, okay, Luke wird jetzt nicht durch so einen komischen Beschuss sterben. Der wird da jetzt einfach drinstehen, wieder in diesem Rauch. Und dann dachte ich schon so, ey, jetzt packt das aus. Jetzt macht er gleich irgendwie so den Machtschub des Jahrtausends. Zieht diese AT-M6 Walker alle zusammen, drückt die so zusammen, springt da durch die Gegend mit seinem Lichtschwert. Schneidet alles durch, was geht. Ich dachte jetzt wirklich, das wird zu Force Unleashed, Alter. Wurde dann aber nicht, aber es wurde trotzdem super cool. Das war eine der geilsten Szenen, fand ich, wie gesagt. Ich fand diese neue Machtfähigkeit auch super cool. Und dass er dann den Kampf gegen Kylo macht, dass er dann auch weiß, Kylo ist so ein impulsiver Typ, so ein offensiver Typ, aggressiver Typ, der sich leicht von seinen Gefühlen leiten lässt und da sofort aussteigt, anstatt jetzt sein großes Ziel zu verfolgen und einfach den Widerstand zu zerstören. Dass er dann einfach dieses One-on-One und diesen Hass auf Luke hat und den unbedingt vernichten möchte und sowas, fand ich super geil. Ich fand's richtig cool. Ich fand's danach echt enttäuschend, dass dann Luke mehr oder weniger eins mit der Macht wurde. Aber das habe ich dann nur in diesem Moment gespürt. Danach dachte ich so, ja gut doch, das war eigentlich ein cooles Ende für Luke. Hat mir doch gefallen. Ich fand's als Vermächtnis gesehen ganz in Ordnung so. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können, aber ey, was kann man nicht besser machen? Ich fand's auf jeden Fall gelungen. Das fand ich gut. Ich denke mal, der taucht auch nochmal auf, irgendwie so als Art Machtgeist oder sowas. Ich fand es auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Ende, dass er dann da so den Kampf macht. Ist viel besser gelöst gewesen, als wäre er wirklich da gewesen und dann hätte er einfach gegen Kylo verloren im Kampf. Das war richtig, richtig geil. Wirklich die beste Szene für mich, fand ich, mit zusammen. Und das ist die zweite beste Szene. Und diese ganzen Kylo und Rey und Luke, diese Szenen, wo Kylo, Rey oder Luke drin vorkommen, allgemein waren alle richtig, richtig cool. Ich wollte immer mehr von denen sehen, weniger, wie gesagt, von Finn. Poe-Szenen waren auch richtig geil. Das hat mir richtig gefallen. Poe Dameron ist richtig ausgebaut worden zu einem richtig glaubhaften, guten Charakter, der halt wirklich sich aufmüpft, der halt sogar diesen Putsch versucht macht gegen seinen Führungsstab, wie gesagt. Fand ich richtig cool. Hat mir super gut gefallen. Und dann jedenfalls diese Rey und Kylo-Szenen. Meine Güte, ich rede jetzt auch schon lange. In Snokes Thronsaal. Snokes Thronsaal erstmal richtig cool designt. Ich hab mir irgendwie gefallen, auch wenn es relativ schlicht war, einfach nur mit so einem Rot irgendwie überall, das so ein bisschen spiegelt auch noch. Das fand ich richtig cool. Der Kampf gegen Snoke, beziehungsweise das Tod von Snoke, fand ich auch richtig cool, überraschend auf jeden Fall. Und ich fand das dann so cool. Also Kylo ist immer, ich mag Kylo immer noch total gerne. Ich mochte ihn in Episode 7 schon total gerne. Ich finde, der ist in 8 genauso cool geworden, wie er in 7 war. Nur dieses Maske kaputt machen Ding fand ich ein bisschen doof. Naja, ich habe jetzt kein Problem, dass er da, also ich habe jetzt kein Problem und sage, oh, ein Milchbubi-Face, bla bla bla. Hatte ich nie ein Problem mit. Aber dass er dann wirklich dieses, nicht größten wahnsinnig, aber dieses
dieses Ziel hat von wegen, ja, wir machen jetzt einfach alles Alte kaputt. Wir machen jetzt so gesehen eine richtige neue Ordnung. Machen nicht mehr dieses, hier, es gibt Jedi und es gibt Sith, sondern wir machen einfach was ganz Neues. Wir zerstören einfach alles Alte und bauen was komplett Neues auf. Ich fand es so geil. Ich hätte sogar fast gerne gesehen, dass dann Rey sagt, ja, okay, ich mach da mit. Und dann sind die so gesehen die nächsten, nicht Bösen, sondern halt die nächste dritte Macht, die es in diesem ganzen Gespann gibt. Und die wollen dann irgendwie die Galaxis für sich haben und so weiter. Ist natürlich auch irgendwo größtenwahnsinnig, aber trotzdem, irgendwie hätte ich das cool gefunden. Egal. Zum Ende hin fand ich das dann auch richtig cool. Diese Szene danach, sowieso nachdem Snoke tot war, war eine der geilsten Szenen. Also die zwei Szenen, ne, wo Luke mit dieser Machtprojektion auftaucht und das und diese Szene mit diesem Thronsaalkampf. Das waren die besten Szenen in diesem ganzen Film und die waren sowas von verdammt geil. Ich fand die so cool. Ich fand es schon fast schade, dass die diese Thronsaalwachen von Snoke, dass die nur so kurz vorkamen und dass die nur so wenig vorkamen und nicht irgendwie als fast schon reguläre Gegner irgendwo aufgetaucht sind. Ich hoffe, es tauchen davon nochmal welche auf, irgendwie in Episode 9 oder so. Weil diese Fähigkeiten allein, die haben so verschiedene Waffen. Irgendwie so, ja, ich weiß gar nicht, ob das dann Vibro-Klingen zusammengepaart mit irgendwie so einer Art Lichtschwertechnologie oder sowas ist. Zumindest haben die so geil designte Waffen, so geil designte Kampftechniken. Haben auch richtig cool gekämpft und diese Kämpfe von Rey und Kylo waren auch richtig cool. Da hat man mal endlich mal so Choreografien gesehen, die man sonst so in Star Wars nicht gesehen hat. Irgendwie so zum Beispiel, dass Rey dann kurzzeitig ihr Lichtschwert ausmacht und unten wieder aufhängt und wieder anschaltet. Oder dass Kylo dann das Lichtschwert fängt und einfach ganz kurz an- und ausmacht, wo es dann den Kopf durchschneidet, so gesehen. Also das war ja sowas von cool. Also ich fand die richtig, richtig geil, diese Szenen. Hat mir richtig gut gefallen. Auch vom Kontrast her irgendwie in diesem Kampf. Von der Lichtstimmung her hat mir das super gut gefallen. Und das war auf jeden Fall die zweite unfassbar bombastisch geile Szene, die ich richtig, richtig cool fand. Und diese Szenen machen den Film dann irgendwie auch wieder so sowas von sehenswert. Also es ist bloß echt schade. Ich bin jemand, der lässt sich schnell aus so einer Sache ziehen, wenn er merkt, ey, das ist gerade total unlogisch. Und da gibt es echt viele Sachen, die mich dann gestört haben, wo ich dann denke, ey, das ist gerade total unlogisch, das passt nicht. Das ist einfach nicht mein Star Wars mehr, was ich gerne gesehen würde und sowas, weil die halt dann wirklich auf Kosten der Gags dann wirklich auf einmal so zack, machen wir halt mal ein bisschen was unlogisch vielleicht, aber dafür ist es halt lustig in dem Moment. Das gefällt mir gar nicht. Das ist wirklich der große Kritikpunkt an diesem Film, zusammen mit dieser großen Szenerie, dass dieses Raumschiff verfolgt wird. Das fand ich halt auch, wie gesagt, total dumm. Was ich noch sagen kann, ist, ich finde es wieder schön, das haben sie bei Rogue One ja auch so ein bisschen gemacht, es gibt kein Schwarz-Weiß, sondern es ist alles so ein bisschen, alle sind scheiße. Also es ist nicht so, der Widerstand ist gut und die Erste Ordnung ist böse, sondern dieser Waffenhändler, dieses Raumschiff beim Waffenhändler hat ja dann auch gezeigt, hier, ey, die sind genauso böse, die kaufen genauso Waffen von den Waffenhändlern und so weiter, unterstützen auch diese Diskriminierung der Armen und Peinigen der Armen auf diesem Planeten und so weiter. Finde ich ganz cool. Kann man gerne wieder sowas reinbringen. Also ich mag das immer. Dieses mit dem Coke-Knacker an sich fand ich, wie gesagt, ein bisschen zu lang gezogen. Ich fand es da aber auch schön zu sehen, dass Daddy dann verrät, fand ich auch gut, weil das ist einfach glaubwürdig, dass dann wirklich ein Charakter da ist, der aus eigener Profitgier nur handelt. Und das ist ja auch einfach nur logisch, dass wenn die so einen Typen aufgabeln, der im Knast sitzt und der einfach irgendwo da rumsitzt, dass es jetzt nicht zufälligerweise der beste Coke-Knacker der Welt ist und die ganz zufälligerweise alles klappt, sondern dass das einfach ein Arschloch ist, der die abzieht und dann halt seinen eigenen Profit daraus schlägt. Fand ich super, fand ich die Idee super, war halt alles, wie gesagt, ein bisschen zu lang gezogen, diese Szenen, aber ansonsten hat mir das auch gut gefallen mit Finn und Dingsbums hier, wie heißt er denn, Rose. Ich hätte sogar fast gut gefunden, hätte Finn sich geopfert zum Ende hin in dieser Kanone. Aber haben sie dann nicht gemacht, fand ich jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, danach die Szene mit Luke sowieso bombastisch, super geil. Also das war wirklich der Oberhammer. Bin auch schon gespannt auf Episode 9, weil da ist jetzt ja wirklich dann Rey und Kylo wirklich mit Full Power Mode. Und dann schauen wir mal, wie das dann laufen wird. Was mir auf jeden Fall besonders gut aufgefallen ist, ist die Musik. Die Musik ist in diesem Film richtig, richtig präsent gewesen, richtig gut eingesetzt. Ich bin jemand, der achtet gar nicht so sehr unbedingt auf die Musik, aber hier ist es mir einfach total aufgefallen. Die Musik war hier passender und besser eingesetzt worden als in Episode 7, fand ich. Und die ganzen Musiken, die neu so dazugekommen sind,
typischen Melodien, die man jetzt aus Episode 7 kannte, die da teilweise so ein bisschen seicht im Hintergrund eher waren, fand ich zumindest immer, waren hier richtig, richtig präsent. Das hat mir super gut gefallen. Da hat man richtig diese richtig fette, laute Stimmung gehabt. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ansonsten, glaube ich, habe ich fast alles erzählt, was ich erzählen wollte. Jetzt kann ich nochmal so ein bisschen so ein Recap, so ein Fazit ziehen. Ich fand den Film durchwachsen, immer noch. Ich habe nach dem Kinobesuch wirklich teilweise dann, als ich später danach dann, also ich war dann noch weg, aber danach, als ich dann mit dem Auto nach Hause gefahren bin, habe ich dann wirklich gedacht so, dadurch diffundiert das erstmal so durchs Gehirn und man denkt sich so die ganze Zeit so, ja, das reflektiert man dann und dann denkt man sich so, ja, ich weiß nicht, fand ich den Film jetzt richtig gut oder schlecht und ich kam da nicht wirklich auf so ein Ergebnis, weil manche Szenen fand ich halt einfach richtig, richtig geil und andere Szenen fand ich dann wieder richtig, richtig scheiße. Und das hat mich teilweise echt aus dem Film wieder rausgezogen und ich saß da wirklich, das ist ungelogen, ich habe da mir wirklich einen Kopf gepackt bei manchen Szenen, dass sie das wirklich so gemacht haben und so gelöst haben. Ansonsten, also ich fand den Film eigentlich durchschnittlich gut, aber ich fand ihn schlechter als Episode 7. Ich muss aber auch sagen, ich mochte Episode 7 total gerne. Ich bin nicht jemand, der Episode 7 total gehatet hat. Ich fand Episode 7 sogar richtig, richtig gut. Hat mir damals total gefallen, gefällt mir heute auch immer noch total gut. Episode 8, ich weiß nicht, ich werde es mir noch ein paar Mal angucken müssen, glaube ich, bevor ich mir da so ein absolutes Urteil erlauben kann. Ich werde jetzt keine Zahlen oder sowas nennen, weil ich finde sowas immer affig. Ich bin, wie gesagt, kein Kritiker oder sowas, das waren jetzt einfach nur meine Meinung, meine Eindrücke. Und ich werde jetzt nicht sagen, boah, der Film hat eine 8 von 10 oder eine 6 von 10 oder eine 7 von 10 oder eine 9 von 10 oder so. Ich habe ja schon gesehen, manchen gefällt es auch total gut und manchen gefällt da teilweise auch total wenig oder beziehungsweise diese Sachen, die mir schlecht aufgefallen sind, fallen manchen anderen Leuten auch total schlecht auf. Was mir zum Beispiel gar nicht so schlimm gewesen ist, wie man das angenommen hatte, vielleicht von vorhinein, waren diese Porks oder solche Cute-Dinger halt irgendwie, diese komischen kleinen Vögel, heißen übrigens Porks, die sind mir absolut nicht negativ aufgefallen, wo dann auch im Vorhinein gesagt wurde, oh nee, oder von mir halt wirklich gesagt wurde, oh nee, ich hoffe, jetzt ist es nicht irgendwie so ein komisches Gimmick, dass dann andauernd dieser komische kleine Vogel damit fliegt und die ganze Zeit nur rumkräht und Chewbacca nachkräht und sowas. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Ist mir nicht negativ aufgefallen, waren jetzt wirklich nur vereinzelte Szenen und sowas. Von daher stört mich das nicht so. Im Nachhinein überwiegen natürlich auch die guten Szenen, die geilen Szenen und da waren wirklich einige dabei. Wie gesagt, dieses Thronsaal und dieser Luke One wie erste Ordnung. Das waren einfach richtig bombastisch geile Szenen. Fand ich überkrass. Aber andere Sachen haben einen dann wieder rausgezogen. Und manche Sachen fand man auch einfach nicht so toll oder haben sie nicht so gut gemacht und nicht das Potenzial genutzt wie jetzt bei Snoke oder bei Captain Phasma, fand ich. Aber gut. Im Nachhinein, wie gesagt, also ich habe es nicht bereut, den Film gesehen zu haben. Das wäre sowieso ein Totalausfall bei mir als Star Wars-Fan. Ich fand ihn aber nicht so gut wie Episode 7, wie gesagt. Ich weiß nicht, wo ich ihn einreihen würde. Das müsste man jetzt auch nochmal nach dem zweiten oder dritten Mal schauen. Erstmal herausfinden. Das war's jetzt mit meiner super langen Ideensammlung hier und meiner super langen Meinungssammlung. Ihr könnt jetzt gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Kann ruhig ausführlich sein und natürlich auch, wie gesagt, mich gerne verbessern in irgendeiner Form und sagen, hey, warte mal, da hast du irgendwie was falsch gesagt oder hey, warte mal, hast du denn das und das nicht mitbekommen? Ich lasse mich da gerne auch umstimmen. Solange ihr jetzt euch hier nicht persönlich angegriffen fühlt, es kann ja auch nicht jeder alles gut finden, so wie es ist. Vielleicht wart ihr welche, die sagen, wow, cool, aber ich fand das voll lustig, als er dann das Lichtschwert über den Rücken geworfen hat. Und hab da voll laut losgelacht. Ist ja auch euer Humor. Jeder hat verschiedenen Humor. Ich akzeptiere das ja auch. Akzeptiert ihr auch meins? Ihr könnt ja gerne dann so gesehen irgendwo sachlich bleiben und schreiben von wegen, ey, hier, Tombi, das und das hast du aber falsch gesagt oder falsch gesehen. Und das ist dann auch in Ordnung. Naja, jedenfalls möchte ich keine keine Angriffe in den Kommentaren sehen. So, das Video war jetzt schon lang genug, fast 40 Minuten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube aber fast nicht. Manche Sachen habe ich teilweise wiederholt, es tut mir sehr leid. Im Hintergrund habe ich irgendwelche Star Wars Gameplays laufen, die ich irgendwann mal aufgenommen habe oder so. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen dieses unfassbar langen Videos. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann und tschüss!